Willkommen in Sotschi zum Großen Preis von Russland. Sotschi ist eine von nur 8 Städten in der Welt, in denen bisher sowohl Olympische Spiele als auch ein Formel 1 Grand Prix abgehalten wurde. Das Rennen ist kein gutes Pflaster, wenn man weiter hinten als in den ersten beiden Reihen steht, denn bisher kamen alle Sieger von den Startplätzen 1 bis 4. Schauen wir mal, ob sich das heute ändert. Das an der Schwarzmeerküste erbaute Sotschi Autodrom ist eine 5,8 Kilometer lange Strecke rund um einige der Austragungsorte der Olympischen Winterspiele 2014. Die Strecke ist, was Überholen angeht, sehr schwierig, denn an vielen Ecken ist es extrem eng. Allerdings gibt es auch viele schnelle Passagen. 56% der Strecke werden mit Vollgas gefahren. Insgesamt muss man sagen, diese Bühne ist der Formel 1 würdig. Es ist an der Zeit, einen Blick auf die Aufstellung der Fahrer nach einem aufregenden Qualifying von gestern zu werfen. Valtteri Bottas hat gestern gute Arbeit geleistet, der Finne startet von der Pole. Und daneben steht Lewis Hamilton. Und die übrige Startaufstellung ist wie folgt. Verstappen, Sainz, Alexander Albon und Ocon. Ricardo, Perez, Kvyat und Lando Norris. Vettel, Leclerc, Kevin Magnussen und Stroll. Gasly, Giovinazzi, George Russell und Mick Schumacher. Raikkonen, King, Latifi und Richards. Welcher dieser talentierten Fahrer wird sich heute durchsetzen? See if you can gain some early places on the first lap. This will help us to get another points finish. So, genau, so ist es. Und damit herzlich willkommen zurück zum Großen Preis von Sotschi. So, ich versuche natürlich jetzt ein bisschen was hochzustellen. Ich fahre jetzt auf 8 Runden. Ja, ich versuche 9 Runden auf Medium zu fahren. So, einmal runter auf 4. Wie gesagt, KI 85 habe ich jetzt drauf. Ich fahre jetzt mal 17 Runden. 16 und ich fahre ja bewusst auf 17 und einmal ein bisschen mehr Sprit. Und wir fahren halt soft. Nochmal. So, gehen wir rein ins Rennen. Rennen Nummer 17. Und dann suchen wir mal, wie weit wir nach vorne kommen. Ob wir hier heute mithalten können. Platz 22, 40 Plätze Gridstrafe. Liegt aber auch daran, wie gesagt, dass wir alle Bauteile mal kurz erinnern und in die kleine Kollision mit Giovinazzi. Wieder einmal stehen wir hinten nach Großbritannien. Right, let's get the car up to temperature on this lap. We're learning the gears, so go through them all if you can. Wieder einmal nach Großbritannien und auch nach Ungarn. Das waren so die meiner Wissens beiden Grand Prix, die wir ganz hinten starten müssen. Das wird wahrscheinlich nicht der letzte sein. Ich vermute, dass wir noch einen kriegen. Aber wie gesagt, es kann auch sein, dass wir dann durchfahren. Wir haben jetzt noch 18, 19, 20, 21, 22, 3, 5 Rennen haben wir danach noch. Ja, das könnte reichen. Aber ja. Radar is clear. Weather is looking good for now. Ich weiß, wir müssen ein bisschen auf Medium. Auf Mager, Entschuldigung. Können wir ja gleich im Rennen noch ein bisschen was Gas geben. Ja, wir sind, wie es aussieht, tatsächlich von der Konkurrenz her komplett auf den voll. Auf Medium-Reifen gelaufen. Der mittlere Mischung, weil wir uns einen kleinen Vorteil holen wollen, gerade was die Konkurrenz betrifft. Mal gucken, wie weit wir mithalten können. Ich habe jetzt bewusst auf KI 85 gestellt. Wir sind 15. im Qualifying geworden. Eine halbe Sekunde vor mir. Vielleicht schaffen wir ihn zu packen. Unser Ziel ist es natürlich, Leclerc zu packen. Wieder nach Punkt in Punkt. Punkte wird es wahrscheinlich schwierig werden heute. Aber schauen wir einfach mal. Ups, sind wir rausgekommen.
Das soll die nicht im Rennen passieren. So, gucken wir mal. So, ab jetzt sind die 40 Plätze egal. Wie gesagt, ob es 15 oder 22 sind, sind Plätze, aber wir werden hier nicht weit vorne gelandet. So, auf geht's. So, mal voll auf ein bisschen Power geben. Ja, da muss ich jetzt runtergehen, weil der King mir da vorne ein bisschen zu sehr eingebremst hat. Sonst wäre ich da schön mitgegangen gegen Latifi. Oh, da gibt es schon Flügelschaden. Herr von und zu King. Da bist du mir auch wieder zu weit rüber gegangen auf meine Seite. Da war nämlich noch ein Auto. So, jetzt ziehe ich mal kurz mit und gehe erstmal Nicola Latifi vorbei. Oh, der Typ geht mir echt... Komm, hau mal ab jetzt erstmal von mir. So, jetzt vorbei mit dem King. Jetzt bin ich hinter Mick. Komme jetzt auch gerade ein bisschen durch. Der Vorteil ist, dass wir auf Soft fahren. That's a decent start. Good job. Ja, vorbei an Mick. Damit haben wir den auch schon mal. Drei Autos haben wir schon kassiert. Na, Mick versucht dann ein bisschen reinzukommen wieder ins Feld. Aber drei kassiert schon mal. Mein Teamkollege und die beiden Williams. Nächste wäre Kimi Räikkönen. Mick bleibt. Lass mich leben. Lass mich atmen auf der Strecke. Boxenstopp übrigens 208 angesagt. Das ist auf die Soft der einzige Stopp, den wir heute fahren. Ich fahre ja nur 25%. So, schnellste momentan Valtteri Bottas. Der Ross hat ja extrem League. Auch in der realen Formel 1 durchaus einer. Hier für einige Überraschungen gut. Aber Mick schon mal jetzt gerade ein bisschen Probleme hat. Ne, Mick ist in der Box, der hat einen Flügel geschafft. Warum auch immer der da irgendwie was versuchte. Okay, dann hat er sich tatsächlich an mir den Flügel kaputt gefahren. So, ich versuche mich jetzt gerade ein bisschen reinzuarbeiten im... Einer seines Feldes. Das ist von Kimi Räikkönen, der nächste und danach George Russell. Aber ich weiß nicht, wie wird Leclerc zum Beispiel nach vorne kommen. Ah, der hängt immer noch davor. Also da ist noch irgendwo das Auto. Der hängt ja vor dem Alpha Tauri. Es ist irgendwo 16, 15, 15, 14. Er ist auf 12 gestartet, also 10 Plätze vor uns. Aber wir werden mal schauen, wie es läuft. Weil die Soft-Reifen gegenüber dem Medium, ich habe es ja zwischendurch gezeigt, dass es einige Sekunden Vorsprung hat. Ich muss jetzt wieder ein bisschen ranarbeiten. So langsam zieht mir das Feld da vorne auch weg. Aber vielleicht habe ich den Vorteil, dass ich dann mit Soft noch ein bisschen was reißen kann. Jetzt haben wir nämlich auch das Gute, dass wir auch das DRS haben. Wir sind A weg von den Williams. DRS is being enabled this lap. We can use DRS when you're within 1 second of the car ahead and in the DRS zone. Weil das natürlich jetzt blöd ist, weil die jetzt sofort noch weiter wegziehen könnten. So, schön auf Medium, wie gesagt, 500, dann gehen wir rein. Wir können es jetzt richtig absetzen von jeden Fall, wenn man ins Feld ist. Beste momentan die letzte Runde. Erster Sektor natürlich. Jetzt arbeiten nämlich auch die Mediums.
Aber wie gesagt, mal gucken, was am Ende mit den Soft ist. Ob die so viel besser arbeiten. Wenn die dann später drin sind. Weil die werden ja nur 5, 6 Runden alt sein am Ende. So, jetzt der nächste. Also wie gesagt, davor ist ein Haas. Und davor ist Kimi. Wir arbeiten jetzt gerade so ein bisschen ins Feld zu ran. Und das ohne, dass der ist, ne? Reicht aber nicht, um eine neue Bestzeit zu fahren, aber zumindest ein bisschen wieder reinzukommen. Aktueller Vorsprung 30 Sekunden. Dann noch ein bisschen mit uns reingekommen. So, ich käme gerade jetzt gleich um an den Drosselader, will zumindest. Ich sehe das Auto ja direkt vor mir. Ich will es ja irgendwann mal kassieren. Oder will ich heute irgendwann mal rankommen. Aber es kann doch nicht ganz so sein, dass die Softreifen, die die anderen Jungs da drauf haben, einbrechen. Weil wir fahren jetzt gerade die schnellsten 6. Sektoren. Mal gucken, was am Ende rauskommt. Wir sind jetzt dran, ist auf eine gute Sekunde. Vielleicht reicht es irgendwann mal in Zettel zu kommen, ein bisschen reinzukommen. Wir sind momentan auf 19. Also drei Autos haben wir ja relativ fix überholt. Nämlich, was dann mit dem King vorbei, weil der mir echt schon versucht hat, das Leben schwer zu machen. Jetzt sind wir nämlich im Fenster. So, Angriff gedacht. Der jetzt sind wir jetzt. Jetzt kann ich natürlich ein bisschen schön flach stellen, mir noch mal ein bisschen Vorsprung holen. Und vielleicht reicht es ja im ersten Sektor schon mal zumindest in Schlagdistanz zu kommen zum Rest des Feldes. Und das wäre doch schon super. Wie gesagt, die müsst ihr alle noch in die Box rein. Also später. Alle früher in die Box rein als wir. Ich vermute so irgendwann in den nächsten 2-3 Runden. Und dann könnte man ordentlich den Schub nach vorne machen. Vielleicht haben wir ein bisschen geduselt und Safety Car. Können am Ende auf die Soft gehen und dann am Ende durchgehen, Gas geben. So, jetzt sind wir noch ein bisschen zurück. Also der letzte Sektor ist nicht meins. Ja, Mick ist 37,9 Sekunden hinter uns, aber das liegt auch daran, dass er im Gegensatz zu allen anderen schon mal in der Box war. Der musste ja auf hart gehen. Ich kam mir wieder ein bisschen zu weit raus. Ich gebe jetzt aber trotzdem ein bisschen Gas. Ich habe jetzt mal voll drauf, um auf Akemi ein bisschen anzuschließen. Der Routinier, der ja sein letztes Russland-Rennen fährt, der in der nächsten Saison aufhören wird. Die Frage ist, was passiert? Wer kriegt den Platz für Alpha? Oder, ja, ich würde überlegen, mich verschmiegt zu Alpha schieben, wenn es möglich ist. Aber es ist mir jetzt gerade egal. Ich konzentriere mich jetzt. Ah, lass mich jetzt in Ruhe, ich fahre meine Strategie. Nein, du brauchst dich. Du brauchst dich aufs Soft mit. Achso, doch, alles klar. Ich wundere mich gerade, warum will ich jetzt auf Soft gehen? Weil Soft habe ich ja. Ich fahre ja auf Medium. Ich fahre ja nicht. Ich fahre ja alles andere. Bisschen anders als die Jungs da vor mir. Trotzdem konnte ich wohl mithalten. Und vielleicht kriegen wir mit den Soft nochmal einen kleinen Vorteil. Vielleicht schaffe ich es ja mit dem mit dem etwas schnelleren, besseren, schnelleren Fahren, längeren Fahren, immer noch einen Vorteil zu wollen. Ja, das ist doch gut gemacht, aber danach ist er verloren. Ich bin ein bisschen unkonzentriert gerade. Aber das war auch darum, weil der mir tatsächlich jetzt gerade die Boxen. Die alternative Boxenstrategie. King. So, jetzt sag mir bitte Safety Car. Also irgendwas mit have an issue, also einen Schaden. Oder ein Problem, wie auch immer. Und dann kam eine Meldung von King. Vielleicht ist es das. Das ist immer aber auch egal, weil die Bürger sind erstmal bis auf 6 Sekunden weg. Ich komme auch nicht gerade in Position, wo ich den Kimi angreifen könnte. Oder zumindest mal safe angreifen könnte. Ja, dann hatte ich jedenfalls den flachen Flügel. Das kann doch nicht sein. So
der Vorteil, dass der Russell den ein bisschen den Arsch rettet. Keiner, der jetzt irgendwie gerade. So, weiter geht's auf jeden Fall. 6 Runden haben wir noch gegen Kimi. Mal gucken, ob wir es hinkriegen. Wir sind ja da eigentlich so weit im DRS-Fenster gerade, aber. Ob wir den jetzt noch kriegen, mal gucken. Er reißt ja vorne im Muscle mit, aber die Frage ist. Ja, das kann ein bisschen abrutschen, ne? Sehe ich gerade richtig? 1,3 Sekunden. Hm? If you think you can get past, make use of the overtake button and see what you can do. So, ich greife jetzt mal ein bisschen, oder ich gehe jetzt mal ans Fenster. Aber zeigen, Spiegel Lake, Kimi, hier ist noch ein Brown GP, der dich unbedingt mal holen will. Nee, das ist zu riskant, hier auf der Ecke noch irgendwo um blöd reinzustechen. Reicht mir schon, wenn ich gegen King mir das Auto, wenn mir King schon fast das Auto kaputt gefahren hat. Ich glaube, der hat mich nicht das Auto, dann war er das damit. Ah, jetzt ist er drin. Jetzt ist er dran an Russell, das ist das Problem, ja, aber schön weit weg. Er war 1,3 Sekunden hinter dem Haas. Aber leider ist jetzt kein Safety Car gesehen. Aber es heißt, oder hieß, dass King ein Problem hat. Der ist nämlich auch schon 11 Sekunden weg. Aber das soll mir reicht sein. Wie gesagt, wir haben ja danach die ein, zwei Ründchen noch. Dann haben wir nämlich die Möglichkeit, mit Soft Gas zu geben. So, schön im DRS-Fenster bleiben, während sie gleich alle in die Box gehen und dann wir mit frischen Reds durchknallen können. Reds für Rote und nicht Reds für Fullwelt, für Regen. Weil die Fullwelt würden hier überhaupt nicht passen. So, schön ins... die krieg ich nicht hin. Ja, das ist so riskant. Der zieht natürlich in dem Moment ein bisschen rüber. Ich komme nicht ran, ne? 3 Autos weiter hin. Ich gehe natürlich jetzt ein bisschen rein, 2,7 Sekunden. 2,7 Runden plus haben wir noch. Jetzt habe ich ihn. Und jetzt haben wir ihn immer da schön außen vernachstehen, Kimi. Wie in Ungarn. So lange dran geblieben. Und irgendwann den Satz. Good job. Nice overtake. Und dann habe ich ihn mal gefangen. So, jetzt haben wir vielleicht einen Vorteil, dass wir vielleicht ein bisschen durchgehalten. Weil als ich dann in Ungarn an Kimi vorbei war, geht es ihm doch nochmal eins auf jetzt mit nach vorne. Aber wir haben jetzt extrem lange gebraucht, bis wir den hatten irgendwann. Aber der. Ja, der ist halt Kimi, ne? Der ist halt nicht zu überholen. Oder der ist halt schwierig zu überholen. Weil der jetzt auch versucht, noch mal ein bisschen ranzukommen. Aber wie gesagt, die müssen jetzt auch gleich alle in die Box. Das ist der Vorteil. Jetzt gehen sie natürlich alle. Die geht auch in die Box. Haben wir die Möglichkeit... Oh, das ist ein Pöller, der wegflog. Push now. We're boxing this lap. Reißen? Nee, reicht nicht. Scheiße. Ah, der Abstand ist zu groß. Ist zu groß. So, wir haben noch 4 Runden. Das heißt, wir gehen in der nächsten in die Box. Und dann hauen wir uns dann noch den neuen Soft drauf und dann geht's durch. So, zittert sie momentan auf Punktekurs, aber ja, wir waren leider noch nicht in der Box. Das ist das Problem. Vielleicht kriege ich George Russell noch. The car behind has boxed for the mediums. Car behind on the medium tire. So, das sind Hamilton und Albon, das ist für uns halt mal absolut nicht machbar. Die werden wir nicht kassieren, Jungs. Dann führt der. Ich frage mich, ob Bottas wieder führt oder Hamilton führt. Wir sind auf dem Medium so viel schneller als der Rest des Feldes. So, jetzt greife ich. Da versuche ich zumindest ein bisschen ranzukommen an den Haas. Um ihn vielleicht auf der Strecke zu packen, bevor der Boxengasse. Dann wäre es zumindest die Möglichkeit,
Kimi habe ich auch eben kassiert, schön vor der Außen herum. Da war nicht mal, war diesmal machtlos. So, Russell lässt sich aber diesmal nicht abkochen. So, wir gehen jetzt auch mit rein. Sparen wir natürlich jetzt ein bisschen Sprit. Holen wir natürlich jetzt erstmal neue. Ah, Bottas geht auch rein. Ne, Hamilton ist. Hamilton, Bottas? Dann war es Bottas wahrscheinlich. Der Hamilton war schon. Wir rutschen jetzt nicht mehr rein, weil alles andere jetzt in die Box war. Ah, wir haben es leider nicht geschafft. Look after these tires now. We want to finish the race on this compound. So, jetzt haben wir einen riesen Vorteil gegenüber den anderen Jungs. Weil wir auf Soft sind, Latifi auf 5, auf Hard. Jetzt können wir mal gucken, ob die Medium, ob die Soften keinen Vorteil uns bringen. Die sind nagelneu und versuchen natürlich jetzt das ein oder andere Auto noch zu kassieren. Kommt ja schwierig, wenn von auf 18, das ist halt schon ein bisschen zu groß. Boah, Alter. Georgie. Mein Gott. Na, da habe ich am überlegen. Jetzt schießt du da jetzt noch rein oder drückst du oder haust den Flügel kaputt. Das hat dazu dann also gerade gepasst. Ich denke, dass es mit den Soft reichen wird, um die. Ja, der zieht natürlich auch weg, der Ass. Ne, der weiß natürlich. So, jetzt Angriff gegen George Russell. Platz lassen. George Russell auch überholt. 17. Fünf Autos mittlerweile schon überholt. Fahrer des Tages könnte um unser Konto gehen, weil die nächsten drei sind dann nämlich. Hör mal, ich guck gerade, wer es ist. Magnussen Gasly. Was ist das? Was ist der Racing Point davor? Ne, ist kein Racing Point. Das ist Giovinazzi. Und davor liegt der Racing Point. Der Vorteil ist, dass wir jetzt natürlich. Ah, natürlich zieht der jetzt. Der Gasly! Der lässt uns natürlich überhaupt keine Möglichkeit, da irgendwie reinzugehen. Diesmal mit dem Haas gespielt und den Magnussen besser abgekocht. Das hat keine Gravierung gegeben. Passt auf jeden Fall. 15 jetzt. Aber der hat schon bitte mal. Die Kurven, die Strecke wird immer schneller. Klar, für uns der Vorteil. So, vorbei an Tony Giovinazzi. Jetzt sind wir zumindest 14. Also das eine oder andere. Great maneuver. You made it look easy. Wir kommen ja direkt mit den Soft und die Futter. Ich denke, dass der Perez soll jetzt das nächste. Der nächste sein wird, der jetzt gleich uns auf das Konto gehen wird. Dann sind wir mal auf 13, aber Punkte wird halt schwierig. Die Frage ist, können wir Stroll noch kacken? Packen, Entschuldigung. Das wäre vielleicht noch eine Möglichkeit. Genau, so der Fenster sind wir schon mal raus gegen Giovinazzi, der ist schon mal weg vom Fenster. Der nächste wäre gewesen, denn das sind noch 2 Sekunden. Aber die Abstände sind zu klein. Vettel, vielleicht doch Vettel und Leclerc, aber das wird schwierig werden, den Jungen davor, die Jungs da vorne zu kriegen. Gap to car in front is 1.6 seconds. 1.6, wir haben noch keine Chance, in den, ins DRS-Fenster ranzukommen. Also wir kommen halt ran. Das ist halt der Vorteil, wenn du nie genau genau ins Soft reicht. Du kommst halt ran. Die Strategie bisher hat sich locker bewährt. Aber es sind halt noch 2 Runden, ne? Also eine noch und dieser Rest von dieser hier. Schwierig wird es werden, den zu kassieren, aber ich. Mal gucken. Das ist Zeit, Sektor 1. Wir sind ja auch dran schon am. Am Racing Point. Ja, das war ein bisschen zu optimistisch, da reinzugehen. Den hätte ich wahrscheinlich früher oder später kassiert, den Jungen. Hm.
So, dann gehen wir jetzt nochmal. Also ich gehe da jetzt nicht nochmal vorbei. Ich versuche jetzt. Ich komme jetzt zurück und ziehe jetzt zurück. Hier habe ich mich hinweggedreht. Den werde ich sowieso früher oder später fangen. Und dann sind wir auf 13. Aber viel weiter wird es nicht werden. Die Ferrari da vorne sind nicht holbar. Das sind über 6 Sekunden. Die hole ich nicht in eine Runde auf. Trotz des Reifenvorteils. Ja, leichte Berührung gab's. So, jetzt habe ich es toll. Ja, es war eine Berührung, klar. Aber ohne freundschaftliche Rettung funktioniert es nicht so. Damit ist es aber schon die Endposition. An den neuen Autos werden wir kassieren. Und die Frage ist aber, ob wir Fahrer des Tages sind, ne, für heute. Bestzeit bringt da mal nichts. Die bringt nur leider nichts, die Bestzeit. Weil wir außerhalb der Top 10 sind und 2 und 3 Plätze. Aber es ist ein geiles Gefühl, gerade hier zu zeigen, dass es geht. Aber es hat natürlich auch viel ausgemacht. Gut, im Medium konnte man viel überholen. So, jetzt sag mir, ich hoffe, dass ich der Leclerc noch wegschieße und vielleicht die Vettel mit dem Zimmer. Ja, gut, Punkte wird so schwierig werden, jetzt da nicht. Man müsste sich 3 Autos jetzt noch in der letzten Runde abschießen. Das ist nicht machbar. Die Gap to the car ahead is 5.7 seconds. Wir sind schneller, klar. Der Ferrari, das bringt aber auch nichts, wenn nichts passiert. Das wollte mich da 1,4 Sekunden. Also, ich denke mal, mit 50% Rennen würden wir es wahrscheinlich sogar noch mal schaffen. Da würde ich sagen, da ist durchaus machbar, hier ein paar Punkte noch mitzunehmen. Aber nicht auf dieser... Leider nicht heute. Lass mich in Ruhe. So, haben wir den Racing Point, der war auch schon ein bisschen außerhalb der Wings gedrückt haben. Ja gut, Bottas ist sehr egal gewesen. Valtteri Bottas gewinnt den großen Preis von Russland und bei uns an der Führung der WM wieder ein Stück weiter auf. Wir werden auf jeden Fall 13. Aber das Ding ist ein gefühlter Sieg, weil ja, es wirklich gut lief. Heute an diesem Sonntag mit der großen Hürde KI-Stärke 85 wieder. Und trotzdem 9 Autos kassiert. Ich bin eigentlich sowas von happy und zufrieden. Fahrer des Tages. Funktioniert auf jeden Fall das Auto. Relativ schnell die Williams und Mick kassiert und dann ins Durchgehalten. Wir danken an Kimi dran gehen, aber wir durften heute spannende Duelle in Sochi erleben und nach ganz vorne ging es nicht heute. Nächste Woche vielleicht, das ist Japan nicht drin. Also Stefan, was hat heute da draußen den Unterschied gemacht? Ich denke, die Konstanz war heute der Schlüssel zum Erfolg. Schnell sein ist eine gute Sache, aber du musst eben Runde für Runde für Runde schnell sein. Wenn du das schaffst, kannst du von den Fehlern anderer Fahrer profitieren, falls du selber keine machst und so weit nach vorne ins Feld fahren. Und die Fahrer begeben sich nun für die Siegerehrung zum Podest. Ein echter Teamsieg heute. Ein großartiges Beispiel für eine rundum gelungene Umsetzung. Glückwunsch an das Team von Mercedes, den heutigen Sieger des Rennens. Ja, da sind die auch durch. Die Frage ist, ob der Bottas jetzt schon Weltmeister ist. So. Ja, wie gesagt, ganz vorne. Werfen wir einen Blick auf die aktuelle Fahrerwertung. Wichtige Punkte für Valtteri Bottas, der damit seine Führung in der Rangliste weiter ausbaut. Kommen wir zum Fahrer des Tages, Stefan Römer. Wer ist dein Kandidat? Für mich ist das heute Richards. Er hat so hart gekämpft und war zeitweise schon unglaublich schnell. Heute konnte ihm niemand das Wasser reichen. Es ist Zeit, einen Blick auf die Konstrukteursrangliste zu werfen. Mercedes baut seine Führung weiter aus. In der Zwischenzeit klettert Renault mit einer weiteren starken Leistung dieses Wochenende in der Rangliste nach oben. Wer vermag schon zu sagen, wer nach solch einem Rennen am Ende Weltmeister wird? Seien Sie auch nächstes Mal wieder dabei, wenn wir Ihnen das neueste Rennen der Formel 1 nach Hause servieren.
Und übrigens, ich habe ein Déjà-vu. Es ist genauso gelaufen wie in Ungarn. Wir haben es durchgearbeitet, dann kam Kimi Räikkönen, der hält uns 4-5 Runden auf, kam, wir kommen nicht vorbei. Und sobald ich an dem Auto vorbei bin, läuft es auf einmal wieder auf Platz 13 aus. Genau das gleiche ist in Ungarn passiert. Ne? Muss man sagen. Es waren nur 6 Sekunden am Ende auf Vettel oder 5, irgendwas Sekunden. Die haben wir auch noch runtergefahren, bis von 8 aus kommt. Aber wie gesagt, Ferrari waren einfach nicht machbar. 50% Rennen würde ich fast sagen, ja, wenn wir dann nochmal auf Soft gegangen wären. Aber meinem 25% Rennen, wenn du da einmal hinten drin steckst, hast du kaum fast eine Chance, da vorne reinzukommen. Aber wie gesagt, ich bin dennoch sehr, sehr zufrieden mit meinen Rennen. Und ja, wir konnten das schlagen, was wir wollten. Die Williams war aber relativ schnell gegangen, genauso wie Mick, der das Problem mit King wahrscheinlich hatte. Und dann konnten wir eigentlich relativ gut durchs Feld durchfliegen. Trotzdem bin ich gesagt, ich bin sehr, sehr zufrieden über in diesem Rennen irgendwo, dass es passte. Und 22 auf 13, Fahrer des Tages. Und ja, ist in Ordnung. Wie gesagt, ich habe eh nicht mit viel gerechnet hier. Deswegen passt es auch von dem Links her. Ich habe jetzt tatsächlich auch nicht auf die Ranglisten geguckt. Ja, gut, Punkt haben wir eh nicht geholt. Ist eh egal. Die Fans haben das wirklich genossen. Bei ihnen sah das leicht aus. Wie wird die Gridstrafe ihre Strategie im Rennen beeinflussen? So. Wir haben heute ein paar interessante Ergebnisse gesehen. Sind Sie zufrieden mit Ihrer Leistung? Man muss es sagen, ich hatte wirklich sehr viel Spaß heute. Klasse, das war dann alles. So, damit haben wir es. Hinter uns. So, Leclerc konnten wir nicht schlagen. Leider, aber Endposition hat er uns ein bisschen was abgenommen. Aber ist nicht tragisch, wie gesagt. Alles ist cool, so nach 3 Rennen. Möglich ist noch alles. Jetzt kommt Japan. Na gut, das ist so eine Strecke, die mir wieder nicht liegt, aber müssen wir mal gucken. Russland habe ich mir ein bisschen was. Hatte ich ohne Gewinnschrauber, werde ich mir wahrscheinlich sogar was ausrechnen können. Japan ist wieder so eine komische Strecke. Genauso wie dann nicht so Russa. So, ein bisschen Kohle haben wir gekriegt. 14.000, leichter Schaden. Und damit sind wir auf 8,4 Millionen angewiesen. Wie gesagt, die Kohle brauchen wir ja für nächste Saison, weil ich nächste Saison definitiv mit einem neuen zweiten Fahrer gerne ins Team gehen will. Gut, dann sind wir durch. Wir sehen uns nächste Woche wieder in Japan.